So, und jetzt ist es Zeit für den täglichen Abendreport. So habe ich mir das zumindest vorgestellt, dass wenn ich abends alles erledigt habe und höchstens noch mal raus muss, weil man halt noch mal raus muss, dass ich dann einen kleinen Abschlussbericht abgebe und dann auch ohne störende Windgeräusche, weil im Zelt auf meiner super dicken, super gemütlichen, oh, das ist eine Wohltat, ist das eine Synmet, glaube ich, ist jedenfalls von Expat. So viel weiß ich noch. Also es ist nicht dieses Ding mit der unglaublich hohen Geräuschkulisse, also nicht dieses ultra light Teil. Es ist nur ziemlich leicht. Ja, ich wollte noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, wie denn eigentlich so die Anfahrt gewesen ist. Und was ihr auf keinen Fall tun solltet, wenn ihr so eine Tour nachmachen wollt, wäre bei KLM buchen, also Royal Dutch Airlines. Weil die haben es geschafft, eben mein Gepäck zu verschlampen. Und da Rache Blutwurst ist, möchte ich denen jetzt natürlich möglichst viele schlechte Publicity machen. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das kann mal passieren. Aber das hat mir so viel Stress bereitet. Die sind von sich auch nicht auf die Idee gekommen, mir da in irgendeiner Form irgendeine Entschädigung anzubieten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch irgendwas einklagen kann oder nicht. Das wird sich zeigen. Wenn ihr dieses Video seht, weiß ich da wahrscheinlich auch schon mehr in der Richtung. Aber ja, ist jetzt vorläufig erstmal ein bisschen blöd und wie gesagt, keinerlei Reaktion in irgendeiner Form von dieser ollen Airline bisher. Kann sein, dass inzwischen was gekommen ist. Ich bin jetzt hier ohne Internet, was ja durchaus ganz gut ist. Sonst komme ich noch auf die Idee und lese irgendwelche YouTube-Kommentare. Ja, also Plan war ursprünglich, dass ich in Stuttgart, ich wohne ja bei Karlsruhe und wollte dann von Stuttgart logischerweise fliegen, vom Stuttgarter Flughafen. Ich weiß nicht, ob der irgendeinen speziellen Namen hat. Das hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Die waren beim Einchecken ganz freundlich, haben auch Deutsch gesprochen. Und Flug sollte gehen um 18.10 Uhr. Der hatte dann Verspätung und wir haben es geschafft, um 19 Uhr, naja, kurz vor 19 Uhr abzuheben. So per se ist es ja so, dass ich schon eigentlich, ja, bei Fliegen schlagen so zwei Herzen nach in meiner Brust. Einerseits macht mir das schon Spaß und ich finde das schon faszinierend, wenn diese Dinger abfliegen. Also gerade alles abheben und so weiter und so fort. Aber andererseits ist Fliegen natürlich böse, so vom Energieverbrauch her, von CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Deswegen habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich mal fliege. Und das habe ich jetzt umso mehr, wenn es dann nicht mal besonders toll funktioniert. Weil warum bin ich geflogen? Weil ich derzeit mehr Geld als Zeit habe. Wie jeder halt normale Arbeitnehmer in der Regel wahrscheinlich auch. Das Problem ist nicht unbedingt, dass viel zu wenig Geld da ist, um Urlaub zu machen, sondern dass zu wenig Zeit da ist, um Urlaub zu machen. Und die Zeit ist, bis zum gewissen Grad natürlich. Das kann man auch ins Extreme treiben und dann stimmt es nicht mehr. Aber bis zu einem gewissen Grad ist die Zeit fast kostbarer als das Geld. Insbesondere, wenn es jetzt eben um den Urlaub geht. Ja, und deswegen habe ich halt gedacht, ja gut, dann fliegst du halt, dann bist du schneller da. Und das hat jetzt halt eben überhaupt nicht funktioniert, weil bin dann wohl geflogen, musste in Amsterdam umsteigen. Das habe ich auch noch geschafft. Die hatten mir vorher am Schalter in Stuttgart gesagt, dass ich eben mich ein bisschen beeilen muss mit dem Umsteigen. Aber dann kriege ich das noch hin. Und das hat auch funktioniert. Was mir natürlich keiner gesagt hat, ist, dass ich mein Gepäck da nicht mitbekomme. Hätte ich das gewusst, hätte ich lieber in Amsterdam irgendeinen anderen Flug genommen und hätte wenigstens meine Ausrüstung behalten. Weil es ist einfach für die Psyche so ziemlich meiner Meinung nach das Fieseste, was einem passieren kann, wenn man einen Urlaub plant, der darauf basiert, dass man aus seinem Rucksack lebt. Also nur aus seinem Rucksack. Und das eben über viele, viele Tage. Und in diesem Rucksack ist alles drin, was man zum Leben braucht. Dafür ist er entsprechend schwer. Dafür müht man sich ab, um das Ding durch die Gegend zu schleifen, damit man es dann halt eben abends gemütlich hat und sich ein schönes, warmes Rückzugsörtchen aufstellen kann. Ja, und wenn das dann eben weg ist, boah, das hat mir wahnsinnig auf die Psyche geschlagen, dann ist mein Englisch ja auch jetzt nicht so wahnsinnig gut. Okay, das hat schon gereicht, um denen zu erzählen, was Sache ist und zu verstehen, was ich tun soll, nämlich abwarten. Und was habe ich bekommen? Ein tolles Care-Set mit Zahnbürste, mit Deo, mit diversen Duschscheiß, Make-up-Entferner, ja,
Haarspülung. Ich weiß bis heute nicht, was eine Haarspülung eigentlich tut. Muss ich mal irgendwann irgendwelche Damen fragen. Toll, also so auf gut Deutsch, mach mal Bahnhof-Penner, Flughafen-Penner und überlebe irgendwie bis morgen früh. Dann wollten sie wissen, ob ich schon eine Adresse habe. Ja, nee, ich will ja nicht in Stockholm bleiben. Ich will ja weg. Ich will ja weiter. Und ja, nachdem ich dann ein bisschen verdappelt auf dem Flughafen gestanden bin und überlebt habe, ja, okay, machst du jetzt wirklich den Flughafen-Penner, kam mir dann der Gedanke, okay, nee, das machst du wahrscheinlich lieber nicht, weil ich war ja wirklich völlig ohne Ausrüstung. Ich bin einfach gut, glaube ich, davon ausgegangen, dass das funktioniert und hatte demzufolge in meinem Handgepäck nur noch Sachen, die schwer sind. Einfach damit mein Rucksackgewicht, also mein Aufgabegepäck, nicht über die 23 Kilo drüber kommt, die es maximal haben darf. Und wenn ich da wirklich alles reingestopft hätte, dann wäre es das auch so entsprechend gewesen. Also habe ich gedacht, nehme ich am besten die Sachen raus, die möglichst viel wiegen. Das heißt, ich hatte einen riesigen Sack Fressalien in einer Einkaufstüte, einer Plastikeinkaufstüte dabei. Und meinen ganzen Technikzubehörkram, weil ich gedacht habe, der ist vielleicht ein bisschen empfindlich, den sollte ich vielleicht lieber ins Handgepäck nehmen. Das war's. Dann hatte ich bloß noch meinen Hut auf, ein T-Shirt an und meine ganzen Dokumente und Papiere und so weiter und so fort. Das hatte ich auch noch dabei, also am Mann. Aber ich hatte nicht mal ein Messer. Und ich hatte nicht mal meine Überlebensdose. Irgendwo liegt sie. Ja, draußen vom Zelt. Mache ich jetzt nicht extra deswegen auf. Bei der wäre wenigstens noch eine Rettungsdecke dabei gewesen. Inzwischen ist es die Überlebensdose 4.0, die kennt ihr noch nicht. Ja, und mit einer Rettungsdecke hätte ich schon gesagt, ja, okay, kein Problem, dann wickele ich mich in die Rettungsdecke ein, wenn es kalt wird. Dann überstehe ich die Nacht schon irgendwie. Aber in einem verdammten T-Shirt in Stockholm, draußen waren es, glaube ich, 14 Grad oder was. Gut, es ist im Flughafen schon recht warm, aber allein im T-Shirt, nee. Und dann habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf, dann tust du dir das nicht an. Psyche ist eh schon im Eimer. Das wird eh schon kein schöner Urlaub, jetzt durch die Tatsache, dass der Rucksack weg ist. Jetzt gehst du mal in ein Hotel. So, jetzt armer Ben hat keine Ahnung von Hotels, hat mal sämtliche Hotels abgeklappert, die er da irgendwie am Flughafen gefunden hat. Ich bin überhaupt kein Hotelmensch. Überhaupt nicht. Und habe dann mit Erfolg dann endlich mal eins gefunden, das noch Zimmer frei hatte. Und das war dann halt schon so ein ziemliches Business-Konferenz-Gedöns-Dingens. Wo du dich halt businessmäßig einmietest, um dann auf irgendwelche wichtigen Business-Konferenzen zu gehen. Und inzwischen habe ich es mal umgerechnet. Die Nacht mit sehr gutem Frühstück, muss man dazu sagen, hat mich sage und schreibe 162 Euro umgerechnet gekostet. Und irgendwie ein paar zerquetschte. Also ja, das würde ich sagen, war mal eine ein Erlebnis. Die hätten noch geduscht habe ich. Die hätten noch eine Sauna gehabt und einen Pool. Bin ich leider zeitlich nicht mehr dazu gekommen, alles zu nützen, weil ich mich erstmal ein bisschen erholen musste. Normalerweise versuche ich, wenn ich schon viel Geld ausgebe, dann ein möglichst schlechter Gast zu sein. Heißt, möglichst viel duschen, möglichst viel futtern beim Buffet. Ja. Und möglichst das Licht anlassen im Klo über Nacht. Nein, mir ist dann irgendwann eingefallen, dass das irgendwie nicht wirklich Sinn macht. Da schade ich ja dem Planeten mehr als den Hotelmenschen. Ja, vielleicht. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, ich habe mich da jetzt nicht so wirklich richtig wohl gefühlt. Und das war schon ein wenig pfui. Ganz großes Pfui. So, und dann hatte ich praktischerweise in diesem Hotel wenigstens WLAN, habe später rausgefunden. Gut, dafür hätte ich nicht ins Hotel gehen müssen, es gibt am scheiß Flughafen grundsätzlich WLAN. Aber zuerst war ich total happy, oh Gott, WLAN, ja, das hilft mir total. Dann kann ich ja tatsächlich noch im Internet gucken, was mit meinem Gepäck ist und so weiter. Da konntest du den Status von deinem fehlenden Gepäck nachvollziehen und da hieß es dann irgendwann, ja, wir wissen, wo es ist. Es ist in Amsterdam. Das wusste ich schon, seit ich bei der Frau am Schalter gewesen war und die mir halt gesagt hat, ja, das ist halt eben noch nicht mitgegangen bei dem Flug. Und irgendwann hieß es dann, oh, es befindet sich auf einem Flug nach Stockholm. Und das hieß es dann sehr, sehr, sehr lange und das hieß es dann auch eine halbe Stunde noch, nachdem das Zeug gelandet war. Also habe ich dann gedacht, ja, scheiß auf Internet, jetzt gehe ich mal zu irgendeinem Mensch, mit dem man sprechen kann. Das hat auch funktioniert. Habe ich einen zuerst mal ein bisschen schwierig zu verstehenden, weil dem sein Englisch war nicht gut und mein Englisch ist nicht gut, Flughafenmitarbeiter gefunden, der dann irgendwann begriffen hat, dass er, wenn er was von mir will, also ich hatte so eine Klingel gefunden, habe da geklingelt und dann hatte ich dem halt quasi an der Sprechanlage. Ich hatte gehofft, da kommt einer aus seiner Tür raus und redet mit mir per Angesicht zu Angesicht.
Aber das hat nicht geklappt, sondern er hat halt eben seine Sprechanlage gequasselt und irgendwann hat er begriffen, was ich wollte und ich habe begriffen, was ich jetzt warten soll. Also habe ich gewartet und dann kam tatsächlich mal jemand aus dieser Tür raus. Das war wohl der und hat gemeint, er weiß, wo es ist. Er hat es gefunden, er muss es nur noch herbringen lassen und dann kriege ich es. Und das hat tatsächlich dann funktioniert und das hat mir dann eine nette Flugreifen-Mitarbeiterin gebracht. Und ja, ich war kurz davor, sie zu umarmen, aber nur kurz davor. Jedenfalls war sie dann glad, dass ich happy now bin. Jawohl, ungefähr so. Ja, der Kack bei der Sache ist, jetzt hat mich das erstens mal eben diese scheiß Hotelübernachtung gekostet. Ich gebe zu, das war einfach mal ein Erlebnis, wo ich jetzt sagen kann, okay, das hast du jetzt mal gemacht in deinem Leben. Und zweitens hat es mich meine ursprüngliche Zugverbindung gekostet, weil die wäre morgens um 8 gegangen und mein Gepäck ist halt erst um 11:30 wieder aufgekreuzt. Also war das auch nicht möglich. Und natürlich hatte ich meine Zugverbindung so gebucht, damit die möglichst billig ist, dass man da überhaupt nichts stornieren kann. Also Friss- oder Stirb-Verbindung quasi. Entweder du fährst die oder das Geld ist halt futsch. Pech gehabt. Musste dann also nochmal einen vollkommen neuen Zug auch noch bezahlen. Jetzt muss man sagen, die Züge in Schweden sind erstaunlich billig. Was habe ich da gezahlt? Das war auch noch ein Nachtzug. Also der ist jetzt demzufolge auch nicht bequemer als ein normaler Zug. Also man kann da jetzt nicht, ist kein Nachtzug im Sinne von hinlegen mit Betten, sondern einfach einer, der halt über Nacht fährt. Und der hat gekostet mit dem Anschlusszug, also über die gesamte Strecke und die gesamte Fahrzeit, also was heißt Fahrzeit? Die gesamte Reisedauer von 10 Stunden, die man von Stockholm bis nach Storlien braucht, hat gekostet, ich glaube, 800 Kronen. Ja, 800 Kronen, das sind so um die 90 Euro, irgendwie sowas. Ich finde, das ist echt ein ordentlicher Preis, zumal ich das ohne jeden Rabatt paar Stunden vorher gebucht habe. Also, ja. Mit Frühbucherrabatt wäre das natürlich dann nochmal krasser ausgefallen. So eine Art Frühbucherrabatt gibt es wohl auch irgendwie in Schweden. Wer in Schweden Züge buchen will, dem empfehle ich die Internetseite resrobot.se, also so wie man schreibt, resrobot.se. Teilweise lässt sich nicht alles auf Englisch übersetzen, also die haben da oben irgendwo so ein Feld, wo man ankreuzen kann, ob man es auf Englisch oder Deutsch, Schwedisch oder Englisch haben möchte. Aber ja, wie gesagt, alles übersetzen sie einem dann doch nicht, wenn man auf Englisch geht. Aber man kann das meiste erraten und man kann sich auch noch mit dem Google-Übersetzer helfen. Also von Google die Seite übersetzen lässt. Andere Suchmaschinen können das ja auch, muss ja nicht nur unbedingt Google sein. Ja, also da gibt es auf jeden Fall sehr komfortabel, sehr praktische Tickets. Und ganz, 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 ganz wichtig, wer nach Skandinavien möchte und noch nicht so ein Ding hat, der braucht unbedingt, das geht wirklich nicht ohne, glaubt mir, es ist unmöglich, eine verdammte Kreditkarte. Habe ich auch erst relativ spät rausgefunden, dass ich unbedingt eine scheiß Kreditkarte brauche, um irgendwas bezahlen zu können. Selbst wenn man im verdammten Zentralbahnhof von Stockholm aus Klo will, kann man die 10 Kronen, die das kostet, mit der Kreditkarte bezahlen. Wie scheiße sieht denn das auf der Kreditkartenabrechnung dann aus? Dann steht da Oslo aus Klo gegangen. Oslo nochmal aus Klo gegangen. Oslo nochmal aus Klo gegangen. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls, man kann wirklich jeden Rotz mit Kreditkarte bezahlen. Alles nur Vorstellbare. Die Schokolade am Kaugummiautomaten und was weiß ich. Naja, weiß ich jetzt auch für die Zukunft, dass das wirklich richtig krass ist mit diesen Kreditkarten. Gut, ich habe so ein Ding inzwischen, eine Prepaid-Karte, habe da auch jetzt inzwischen wieder genug Geld drauf. Es ist, ja, über Geld sprechen wir Deutschen ja nicht gerne. Es ist aber halt eben für mich ein interessantes Thema, weil ich zum ersten Mal einen Urlaub unternehme, für den ich nicht vorher mein komplettes Bankkonto vollständig leer räumen musste, sondern ich habe tatsächlich noch Geld übrig. Und deswegen auch diese Sache mit diesem Hotel. Da habe ich mir einfach gedacht, okay, das ist zwar, es tut zwar weh, aber du kannst das bezahlen. Das bringt dich jetzt nicht, treibt dich nicht in den finanziellen Ruin. Deswegen musst du jetzt nicht, keine Ahnung, noch einen Dritt- und einen Viertjob anfangen, weil du mal in diesem Hotel da übernachtet hast. Also das geht schon. Und das ist halt eben neu. Und das beruhigt mich jetzt schon ein wenig. Zwar habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit und muss mir wirklich einteilen, wann ich in den Urlaub fliege oder fahre oder was auch immer.
Aber dafür kann ich mir dann da auch ein bisschen was leisten. Man muss da nicht jeden Cent fünfmal umdrehen. Ja. Ach so, dann, das hatte ich euch ja schon bei meinem kleinen Hinweis vom Bahnhof aus erzählt, dass ich da ja gerade dabei war, dann in diesen besagten Zug einzusteigen. Der hatte natürlich auch noch Verspätung. Eine saftige ganze Stunde hatte dann der entsprechende Zug von Stockholm nach, habe schon wieder vergessen, wie der Ort heißt, hatte eben entsprechende Verspätung. Und das war aber wurscht, weil in dem Ort, bei dem ich vergessen habe, wie er heißt, mussten wir dann eh noch im Bahnhof ausharren. Ich sage wir, weil das waren viele Fahrgäste, die das gemacht haben, bis dann morgens um 5 der nächste Zug gekommen ist und der dann halt eben bis Dorlingen gefahren ist. Gut, ja, also das hat funktioniert und das war dann egal. Also die Verspätung, die hat mich jetzt nicht weiter interessiert. Ende vom Lied ist nur, dass ich in dem Hotel wegen Stress super, super wenig geschlafen habe und ich dann im Zug, ich kann in Zügen nicht schlafen, vielleicht 2 Stunden mal weggenickt insgesamt, maximal 3, sagen wir mal 3 insgesamt. Und im Hotel vielleicht 4 Stunden effektiv wirklich geschlafen. Und das eben über 2 Tage. Und das Fiese ist jetzt, ich hätte quasi genauso gut gleich komplett mit irgendwelchen Bahnen oder Bussen anreisen können. Von der Zeit her hätte sich nicht viel genommen, weil ich bin ja abends geflogen, um dann noch am Flughafen noch ein bisschen Zeit totzuschlagen und dann wirklich mich einfach hinzuhocken und zu lesen. Wenn ich meine Ausrüstung gehabt hätte, eine Jacke zum Anziehen, wäre das alles überhaupt kein Problem. Was ich Gott sei Dank auch noch dabei hatte, war mein E-Book-Reader. Sonst wäre ich vor Langeweile gestorben. Aber okay, zu dem Ding komme ich irgendwann nochmal separat. Ja, das war also der ursprüngliche Plan und dann morgens eben mit dem Zug um 8, nachdem ich ein bisschen Zeit am Flughafen halt noch totgeschlagen habe, dann halt nach Stockholm reinfahren, in Stockholm vielleicht noch eine ganz kleine Stadtbesichtigung machen von einer Stunde und schauen, dass ich rechtzeitig dann am entsprechenden Zug bin. Dann wäre ich gegen 18 Uhr irgendwas in Storlien gewesen, wäre auch noch früh genug gewesen, um mir in Storlien noch Spiritus zu kaufen. Ich hatte mich vorher informiert, dass die Chancen in Storlien irgendwo Spiritus zu bekommen sehr, sehr gut sind. Und wäre dann noch 1 oder 2 Stunden so ein bisschen in Richtung Wildnis gedackelt und hätte den erstbesten Zeltplatz genommen, den ich gefunden hätte. Das heißt, ich wäre jetzt heute frisch ausgeruht gewesen und hätte heute eine vollständige Etappe laufen können oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit entsprechender Motivation. Und das hat natürlich jetzt eben nicht geklappt, weil ich ja erst heute Morgen angekommen bin. Und dann hatte ich einfach nicht die Kraft, jetzt eine vollständige Etappe zu laufen. Was habe ich jetzt gelaufen? Ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt, heute mal 11 Kilometer. Nur ist allerdings bitte in Anführungszeichen zu sehen, weil wir uns hier eben jetzt in einer Landschaft befinden, die ist mit Deutschland nicht zu vergleichen. Der Kungsleden ist mit keinem deutschen Wanderweg zu vergleichen. Zum Teil ist das halt ein Bach oder ein Moor oder eine Geröllwüste. Also wirklich nicht mit deutschen Wanderwegen vergleichbar, nur abschnittsweise ist es halt dann mal wirklich so ein bisschen ausgetretener Radtrampelfahrt, was schon das Maximum an Wildnis für deutsche Wanderwege darstellt. Und das ist hier das Minimum. Also da ist ein gewisser Spielraum durchaus dazwischen. Ich werde natürlich auch noch mehr filmen und noch mehr Bilder machen von unterwegs. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen reinkommen. Ich bin ja insgesamt 13 Tage jetzt hier in der Gegend, heute mitgerechnet. Und das heißt, ich habe reichlich Zeit, euch noch alles zu zeigen, was ich auch an Lagerroutine mache. Deshalb habe ich euch zum Beispiel heute nicht das Kochen gezeigt. Was aber sehr gut funktioniert, das werde ich euch vielleicht morgen oder übermorgen mal zeigen, ist ansonsten mein Kochsetup mit dem Kessel. Hatte ich auch, glaube ich, mal irgendwo, hier den Kessel hatte ich ja schon gezeigt. Ich zeige es euch dann beim Anwenden, aber ich muss sagen, das klappt wirklich sehr gut. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie funktioniert das vom Spiritusverbrauch her und habe einen kompletten Liter Wasser gekocht. Das reicht dann für ein großes, opulentes Abendessen, was scheiße trotzdem geschmeckt hat, und eine Tasse Tee. Und da muss ich gucken, dass ich weniger von meinem Teezeugs in meinen Tee mache, sonst ist er doch arg stark und arg bitter. Obwohl ich noch eine Ladung Zucker dazu geschmissen habe. Ja, apropos Abendessen, das möchte ich euch jetzt aber doch nicht vorenthalten. Nochmal eine Warnung, was man auf keinen Fall tun sollte. Wenn man nach Schweden will und tatsächlich vorhat, für 12 Tage Proviant mitzuschleppen, dann sollte man folgendes Gericht meiden. Äh.
dieses hier. Also, das ist jetzt hier nur, weil ich die Luft rausgedrückt hatte. Das heißt schon Survivor. Man kann das, glaube ich, auch erahnen. Und das sind die Nudeln in Käse-Kräutersoße. Also, ich esse gerne salzig. Ich nehme eigentlich wahrscheinlich auch schon wieder viel zu viel Salz zu mir. Auch wenn ich ein Mensch mit erhöhtem Salzbedarf bin und ich das einfach brauche für den Körper, weil ich halt doch sehr viel schwitze und mein Schweiß auch sehr salzig ist. Nicht sehr appetitliches Thema, ist aber trotzdem so. Also ich bin schon wirklich ein Mensch mit hohem Salzbedarf und ich esse auch gern salzig. Darauf will ich hinaus. Aber die Dinger sind mir echt zu versalzen. Da ist ja so viel Salz drin, das schmeckt ja überhaupt nicht mehr. Außerdem ein bisschen mildere Käsesoße wäre auch nicht schlecht gewesen. Die ist ein bisschen stinkig in Anführungszeichen. Hab mir das Zeug deswegen gekauft, weil es ist A, eine wirklich große Portion. Das sind 1000 Kalorien in der Tüte, das ist eine doppelte Portion. Hab gedacht, ich nehme mir mal 3 von diesen Survivor-Großpackungen mit, damit ich mal an Tagen mit intensiver Belastung mehr zu essen habe, eine größere Portion. Ja, das war eine großartige Idee, weil ich habe nochmal diesen furchtbaren Nudelscheiß da in Käse-Kräutersoße und ich habe noch einmal Nudeln Bolognese. Die haben einen besseren Ruf. Ich hoffe, die schmecken dann auch wirklich ein bisschen besser als dieses Zeug. Das habe ich jetzt nicht ganz aufessen können. Das schmeckt einfach nicht gut genug. Die meisten dieser Tütengerichte finde ich eigentlich ganz lecker. Aber das, boah, nein. Also wirklich nicht. Ja. Sonst noch wichtige Neuigkeiten. Ja, das mit dem Mensch da drüben habe ich euch ja erzählt. Ich mache morgen früh vielleicht noch ein Foto von dieser Hütte. Also diesem Windschutzshelter. Da hätte man echt gut drin auch übernachten können. Aber jetzt habe ich gedacht, ach was, baust dein Zelt auf. Kannst du schon mal üben. Rückwirkend war vielleicht keine so gute Idee. Hätte ich doch noch mal rübergehen, Käfer sollen. Weil durchs Wasser hätte ich ja sowieso noch mal gemusst. Das war also im Prinzip völlig wurscht. Und Gelegenheiten mal nicht im Zelt zu schlafen, kriege ich auf dieser Tour so häufig gar nicht. Aber ich habe gedacht, die erste Nacht dann gleich nicht im Zelt pennen, sondern in dieser Hütte ist auch doof. Außerdem gibt es bestimmt irgendeinen Grund, dass der jetzt doch nochmal weitergezogen ist, nachdem er eine ganze Weile in dieser Hütte gehockt ist. Vielleicht war es doch nicht so gemütlich oder der Boden irgendwie zu uneben oder zu steinig, dass man so eine Isomatte nicht verwenden kann. Irgend sowas in der Richtung könnte es ja potenziell durchaus gewesen sein. Jetzt habe ich hier so einen Käfer im Zelt, den muss ich gerade mal retten und nach außen befördern. Ja, meine Stimmung ist jetzt inzwischen wieder ganz okay. Die Komplikationen bei der Anfahrt haben mich jetzt doch arg genervt, muss ich sagen. Das macht das Urlaubfeeling schon ein wenig kaputt. Und dadurch, dass ich halt auch so müde war, war jetzt auch nicht so fit heute. Schuhe passen ganz gut. Für das, was der Rucksack aktuell wiegt, trägt er sich auch ganz ordentlich. Aber im Wesentlichen ist es einfach eine Kopfsache, wenn man dann noch müde ist. Und ja, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Jetzt werde ich heute Nacht bestimmt sehr gut schlafen. Ich habe ja auch einen wunderbar geschützten Zeltplatz, weil hier kommt keiner hin, ohne eine Runde baden zu gehen. Von keiner Richtung. Es gibt in beide Richtungen unüberwindbare Pfützen. Davon abgesehen scheine ich wirklich neben dem anderen Kerl, der vorher in dem Shelter gehockt ist, der einzige zu sein, der jetzt so richtig unterwegs ist. Es sind heute Morgen noch mit mir ausgestiegen mindestens 3 andere, die so aussahen, als wollten sie wandern gehen. Und wenn man nach Storlien fährt, dann geht man auf den Kungsleden wandern. Was anderes kommt dann nicht in Frage. Jetzt weiß ich nicht, was aus denen geworden ist. Ich habe die nicht wieder gesehen. Sind die A, gar nicht erst aufgebrochen, sondern wollen natürlich auch erstmal ausschlafen, weil sie eine ähnlich bescheuerte Nacht hatten wie ich, was durchaus zutrifft. Ich habe die ja schon in Stockholm am Hauptbahnhof kennengelernt, in Anführungszeichen. Also habe mitgekriegt, dass die auch mit mir eine Stunde auf den Zug gewartet haben. Und ja, so viel geschlafen haben wir halt alle nicht. Aber wir sind mal angekommen. Die haben da irgendwie angefangen, noch irgendwie Gepäck umzupacken, mit irgendwelches Zeug zu quatschen. Ich weiß nicht, was für Landsmänner das sind. Deutsche sind es jedenfalls nicht. Englisch haben sie aber auch gekonnt, natürlich. Ja, kein Schimmer. Und der andere, der auch noch los ist, den habe ich dann irgendwann überholt, als er auch angefangen hat, seinen kompletten Rucksack von vorne bis hinten umzukruscheln. Und der ist dann hinter mir aber auch nie wieder aufgetaucht, obwohl ich überhaupt nicht schnell unterwegs war.
Hat mich auch ein wenig irritiert. Vielleicht haben die alle den Fehler gemacht, sich von einem Einheimischen sagen zu lassen, dass es noch zu früh ist, den Weg zu laufen. Das kann man natürlich nicht machen. Dann macht man es nämlich nicht und dann ist der Urlaub im Eimer. Bisher bin ich auf noch kein unüberwindbares Hindernis gestoßen, auch wenn ich zugeben muss, das habe ich auch leider nicht gefilmt. Also ein so ein Wassergraben, der war schon gut gefüllt. Und hier jetzt der Fluss mit seinem über die Ufer treten und so weiter und so fort. Das ist auch schon irgendwie ein wenig spannend. Also bisher schon einen gewissen Abenteuercharakter, das Ganze. Ja, und das soll es jetzt aber an dieser Stelle, ich höre seltsame Geräusche, auch gewesen sein, weil ich sehe seltsame Dinge an meiner Zeltwand. Ich lese mich jetzt noch ein bisschen. Ich habe mir so ein E-Book wieder noch besorgt, extra eben für diese Tour. Habe aber schon vorher angefangen mit dem Ding zu lesen, bevor ich auf diese Tour bin. Und ja, das macht mir jetzt sehr viel Spaß, dass ich einfach mal genug Zeit habe, so richtig viel zu lesen. Mal wieder so richtig schön diverse Bücher auch gleich mehr oder weniger hintereinander weg zu lesen. Da passt ja beliebig viele Bücher quasi auf ein Gerät mit nur einem Gewicht. Und das ist es mir dann schon gerne wert, dass ich das noch zusätzlich rumdrum schleppe, dass ich wirklich so viel lesen kann, wie ich lustig bin unterwegs. Sonst fehlt mir nämlich doch irgendwie so ein bisschen eine Ablenkung vom Outdoor-Alltag. Gut, ja, das also der aktuelle Stand der Dinge und dann gute Nacht.